Versteckt unter zwei Hangarzelten stehen auf dem zivilen Flughafen von Bornholm zwei F-16 Kampfjets. Nicht ohne Grund. Bildreporter Sebastian Prengel weiß. Mit diesen Kampfflugzeugen verteidigt und kontrolliert die dänische Luftwaffe die NATO-Außengrenzen. Die 15 Millionen Euro Jagdflugzeuge sind das NATO-Schutzschild in der Ostsee. Diese Flugzeuge sind mit modernsten Waffensystemen ausgestattet. Die sind jederzeit einsatzbereit und die stehen hier seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Seit dem Angriff auf die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 brodelt es im Baltischen Meer. Gas steigt aus 4 Lecks an die Oberfläche. Dänemarks Verteidigungsminister Morten Bosco schätzt die Gefahr ein. Die Baltische See ist und wird auch in Zukunft eine Region mit hohen Spannungen sein. Wir beobachten, wie die Russen immer wieder unsere Grenzen testen. Den russischen Mix sind die wendigen F-16-Jäger weit überlegen. Das sorgt für Sicherheit.